Das war laut. Oh, hi. Ah, ich habe einen Abend frei. Der Doktor, hallo, der Doktor. Ich sehe vielleicht ein bisschen anders aus als früher. Ist neu? Immer noch keine roten Haare. Man kann nicht alles haben. Aber ich habe den Abend frei, die Welten sind gerade alle gerettet, ich habe nichts zu tun. Ich habe mir was liefern lassen. Ich habe ein Spiel bekommen, Cards Against Humanity. Das ist ein Spiel für grässliche Leute. Steht hier drauf. Also ich habe gerade ein bisschen Übersetzungsproblem mit der TARDIS, wir kriegen das aber alle hin. Ich spreche auch relativ viele Sprachen ohne Unterstützung. Ich wurde verpflichtet zu sagen, dass das hier auf keinen Fall gesponsert oder Werbung ist. Das ist auf keinen Fall gesponsert oder Werbung. Und wir spielen auch gar nicht Cards Against Humanity, wir spielen den Knockoff, wir spielen Crabs Adjust Humidity. Der Titel übergibt keinen Sinn, egal wie oft ich ihn übersetze, aber ich habe trotzdem Spaß damit. Ich brauche nur Leute, mit denen ich das spiele. Und die Anleitung steht da ja quasi drauf, ein Spiel für schlimme Leute, für schlechte Leute. Ich kenne da jemanden, die ist wirklich ziemlich boshaft. Ich glaube, die könnte die richtige Partnerin dafür sein. Einen Moment, ich bin in ein paar Sekunden wieder da, es sei denn, ich vertue mich. Wenn ich in einem Monat noch nicht wieder hier bin, könnt ihr gehen. So, also, wir spielen ein Spiel zusammen. Was ist zur Hölle? Nichts mit Hölle. Ist nur die TARDIS. Ich habe einen neuen Screensaver runtergeladen. Mit Publikum. Das hat eine Funktion. Ja, Moment. Kann man das essen? Nein, das ist gar nicht so real da. Publikum, Applaus. Das hat ganz, ganz viele Funktionen, aber Essen gehört nicht dazu. Du willst Menschen essen? Naja, irgendwie. Männer am liebsten. Jurihan, Publikum, Taekwondo-Meisterin, hat ein Vorlieben für Spinnen und Menschenessen. I'll eat you up, bones and all. Ich habe den Verdacht, ich habe vielleicht ein bisschen zu tief, es könnte zu böse sein. Wir gleichen das nochmal. Ich kenne jemanden, der ist wirklich gut. Und ist ein Mann. Ja, okay. Also vielleicht. Ich bin sofort wieder da. Wo hol ich ihn her? Hol ich ihn 2012? Auf jeden Fall vor 2019, das geht was schief. Sekunde. So. Steve Rogers? Jurihan, Steve Rogers. Oder Captain America, er hört auch auf Cap. Er ist gut trainiert. Hallöchen. Hallo. Ja, hi. So, sieht ein bisschen creepy aus. Nein, wir kriegen das alles hin. So, wir spielen ein Spiel zusammen. Das klingt schon wieder so bösartig. Ich will wirklich nur ein Spiel mit euch spielen. Hier wird niemand zersägt. Juri, ich habe für dich das hier vorbereitet. Cap, magst du dich hier hinsetzen? Sehr gut. Okay. Ich habe... Das ist jetzt schon wieder zu sehr in die andere Richtung. Ich habe noch einen vierten Platz frei. Ich kenne noch jemanden, der ist einfach nur ein Drecksack. Okay? Ich glaube, damit könnten wir das genau ausgleichen. 1985. Gutes Jahr. Verdammte Scheiße, ist das denn hier? Ja, den habe ich. Mein Auto waschen. Ja, den habe ich kennengelernt, weil der so einen Kram mit Zeitreisen gemacht hat. Und nicht sehr. Das kommt irgendwann noch. Biff Tannen, Juri Hahn, Steve Rogers. Mhm. Biff Tannen. My pleasure. Soll ich jetzt ein Auto waschen oder was? Nein, du sollst ein Kartenspiel mit uns spielen. Ich kann euch das alles erklären, ich kann euch das alles vorbereiten. Wir haben ein bisschen ein Sprachproblem, weil die TARDIS nicht ganz funktioniert. Ist das der neueste Look? 1985 ist das voll angesagt. Ich habe mir sagen lassen, Atari war ganz. Ist das eine Lack- und Lederparty oder was? Hätte oh ich ja. Ein Schade geschmissen. Also, so, wir spielen Crabs Adjust Humidity. Und nein, ich habe auch keine Ahnung, warum es so heißt. Und das funktioniert voll. Ich habe das schon vorbereitet. Jeder von uns beginnt mit 10 Karten. Das sind diese weißen. Und da stehen auf der Rückseite Sachen drauf. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ziehen wir abwechselnd jeweils eine von den schwarzen Karten. Und da ist eine Aussage und eine Frage drauf und da sind Lücken drin. Und dann muss jeder die Karte spielen, die am meisten dazu passt. Und dann wird das verteilt. Und die Person, die schwarze Karte gespielt hat, muss dann entscheiden, was das Lustigste ist. Soweit verstanden? Okay. Verstanden? I try. Ja, verstanden? Ja. Biff? Ich muss arbeiten. Nein, das hier ist geschenkte Zeit. Das ist eine
Das ist eine Zeitmaschine. Ich kann nicht genau dort meistens. Es kommt als nächstes ein fliegender DeLorean oder was her. 85, 86, ja, ich glaube, das. Egal. Konzentriere dich aufs Spielen, Biff, aber du wirst keine Zeit verlieren, wenn alles gut geht. Hi. Ja. Nicht dein Milchgesicht. Nein, nicht mein Typ. Auch zu viel dran, könnte ich gar nicht. Alles. Ist nicht zum Essen? Verschwendung. Zu viel dran. Hast du mehr was von, du? Gute Nachrichten, sie will dich nicht essen. Warum sitze ich genau zwischen den beiden? Und darf ich sie vernaschen, oder ist das irgendwie... Dir werde ich es noch zeigen. Pass auf, was du sagst. Alles nur auf... Also Leute nur essen, wenn sie es wollen? In jeder Richtung. Ich sitze hier falsch. Nein, du sitzt hier genau richtig. Du bist meine Sicherheitszone zwischen diesen beiden Leuten. Aber mir wurde gesagt, man muss das mit schlimmen Menschen spielen. Und deswegen, ich versuche das... Nein, du bist zum Ausgleichen da, Steve. Aber du bist kein schlimmer Mensch, keine Sorge. Ein guter. Wie wär's, wenn wir einfach eine Testrunde spielen? Ich fange an mit einer schwarzen Karte. Gut. Danke, Mario, aber Lücke ist in einem anderen Schloss. Die Übersetzungsfunktion ist kaputt. Hier steht eigentlich, thank you, Mario, but blank is in another castle. Und für die Leerstelle müsste ich jetzt was Passendes einfügen. Was könnte diese Person namens Mario suchen, was sich in einem anderen Buch befindet? Das ist dieses neue Spiel. Ich kenne das. Aber das ist dieser asiatische Scheiß. Ich bin eher so ein Atari-Fan. Das ist die Zukunft hier, Atari. Atari? Was ist Atari? Ja, das hätte ganz groß werden können. Was ist Atari? Hätte? Für mich so ein billigen japanischen Scheiß, das ist amerikanische Wertarbeit hier. Jetzt mag ich ihn. Er weiß auch noch nicht, was die Südkoreaner alles machen werden in der Zukunft. Das ist korrekt. Ja. Ich weiß es. Ja, gut. Also, Mario sucht etwas in einem neuen Spiel und das ist aber in einem anderen Schloss. Gut, das suchen wir jetzt. Ich schaue weg, ihr legt mir die Karten hin. Niemand verrät mir irgendwas. Publikum nichts verraten. Mein Joker, meine Joker-Karte. Das ist eine Joker-Karte? Was? Der Joker ist nicht hier, ich bin mir sicher. Nee, kein Joker. Ready. Gut, okay. Mario, danke Mario, aber Peanut Butter Jelly Time. Peanut Butter Jelly Time. Doch, ich erinnere mich dran, ja. Danke Mario, aber die TARDIS ist in einem anderen Schloss. Danke Mario, aber the Germans... sind in einem anderen Schloss. Das ist eine Situation, die du kennst. Schlösser stürmen und die Deutschen sind woanders? Ja. Mehr als einmal leider. Ja. Aber das ist eine Situation, die mir sehr bekannt vorkommt, dass ich irgendwo nach der Tarde suche, die mal wieder verloren gegangen ist. Und sie ist in einem absolut anderen Ort, wo ich sie vermutet habe. Und manchmal ist sie ein Mensch. Ich meine, was soll das? Das wäre so, als würde ich mich in ein Raumschiff verwandeln. Das ist erst einmal passiert. Also, kann ich sagen. Ist das wirklich? Ich habe keine Ahnung, wo diese Frau davon redet. Die redet komische Sachen, oder? Das ist schon merkwürdig. Was ist das? Das ist so ein... Die müssen noch größer... Männer. Das ist... Und das in Farbe. Das ist ein und bunt. Ja, der zählt die Zeit rückwärts, aber es wird nichts Schlimmes passieren, wenn sie abgelaufen ist. Glaube ich. Ich verteile einen Punkt an The TARDIS. Wer das gelegt? Wer das war mein Joker. Ha! Jury gewinnt die erste Runde. Danke. Und so können wir weitermachen. So, dann ist Juri jetzt auch diejenige, die als nächstes eine schwarze Karte zieht und dann müssen wir was Passendes dazu ziehen. Okay. Du musst eine neue ziehen, ne? Es gibt einen neuen Anime, der von magischen Schulmädchen handelt und ihren Abenteuern mit. Oh je. Bitte? Ich ahne Furchtbares. Nun legt schon. Publikum, was ist Nutella? Schoko? Schoko, danke Publikum. Peanut Butter Jelly. So, die mischen wir jetzt. Du hast hingeguckt. Das ist Schummeln, das weißt du, ne? Ich schummle nie. Nein. Sie gewinnt immer ehrlich. Ich hab mir viele Ehrekämpfe angeschaut. Ziemlich brutal. Psst. Sag doch nicht gleich alles. Also. Und noch eine Sache. Wenn wir eine Karte abgelegt haben, ziehen wir eine neue nach, damit wir immer Auswahl haben. Und zwar, der neue Anime über die Schulmädchen handelt von...
einen fürs Team nehmen, wählen? Taking one for the team. Ja, das kann man unterschiedlich interpretieren. Ja, ich werde das einfach... Ich bin mir sicher, es gibt ein Anime drüber. Sicherlich. Taking one for the team. Was zum Geier sind Animes? Das ist eine japanische Kunstform. Was ist denn mit fucking Japan hier los? Ich höre nur japanisch, japanisch. Hast du ein Problem mit Japanern, Koreanern oder was? Ich bin Amerikaner, stolzer Amerikaner. Ja. Ja, und es gibt auch eine Menge Japaner und Koreaner, die in den USA dann aufwachsen. Ihr seid ja, meine Geschichte. Da gab es so Konfliktsituationen. Ja. Also ich komme gerade so, war ja damals. Also jetzt rücke ich mal gerne ein bisschen näher hier. Okay, wir haben nicht 2019, mein Freund. Geh mal ein bisschen auf Abstand. Deine Lederklamotten machen mir Angst. Nein, Steve ist friedlich. Also wenn du nicht... Er trägt grün mit komischen Streifen. Ja, das ist komisch. Und trägt was von Atari. War das nicht auch japanisch? Nein. Keine Gewalt, zumindest nicht in der ersten Runde. Aber ich bin mir sicher, dass ihr wissen wollt, wovon der Anime noch so handelt. Ja, genau, der Anime. Und zwar, was passiert in Vegas? Schulmädchen in Vegas. Das ist sicher voll spaßig. Ich fürchte, ich habe meine Lieblingskarte gefunden. What happens in Vegas, oder? Die jetzt kommt? Nutella passiert in Vegas. Das kann man auch wunderbar... Nutella in Vegas? Ein Anime über Schulmädchen und Nutella. Es geht um Frühstück, lecker. Bin ich mir sicher. Einfach nur fantastisch. Wären sie einfach noch männlich, dann wäre das eigentlich ziemlich Premium, würde ich sagen. Kann man die stippen? Bestimmt, ja. Okay. Aber die haben... Also, Nutella geht an... Das ist meine Karte. Ja, sehr gut. Moment, du bekommst die Antwort. Ich bekomme die schwarze Karte als Belohnung. Und das kommt auf den Ablagestapel. Ich glaube, der ist hier. Okay. Das lief ganz gut. Ich glaube, wir kommen da rein. Also man spielt normalerweise, bis einer von uns 10 Karten gewonnen hat. Aber möglicherweise spielen wir nur so lange, bis jemand von euch versucht, den anderen mit einer abgebrochenen Wasserflasche umzubringen. Ich wollte ja, aber ich wurde ja dran gehen. Verwarnung. Ich kann auch alles sauber machen danach. Weil du hast natürlich gerade gesagt, also ich habe es noch gehört mit hier, von wegen keine Werbung. Aber wenn ihr Autos braucht, Biffs Reinigungsservice, Hill Valley, California. Mit dem Bauch oder was? Ja. Ich merke schon. Für $50 mache ich es auch nackt. Wollen wir das sehen? Nein, ne? Okay, ist das viel? $50? Schon eigentlich. Also, aber das ist auch mehr als 50 ich Dollar. Ich kenne nur Bonn. Ja, da sind mehr als 50 Dollar Bier drin. Machst du auch Raumschiffe sauber? Ich mache für Geld alles sauber. Aber ich warne nicht, es ist drin ziemlich viel größer als draußen. Also ist dir egal? $50, das ganze Raumschiff sauber? Ja, ich kannst dabei anziehen, was du willst. Ich bin dabei. Gut. Dann bitte nicht. Ja, wir haben den Deal. Steve ist dran mit einer schwarzen Karte. Ja. Yeah. When you play the game off... You win or you die. The game of. Und dann kommt das rein. Ja, the genau. Game of. Okay. Okay. Die ist schon creepy irgendwie. Da passt aber einiges. Das ist toll. Oh, ich habe nicht mal eine abgebrochene Flasche, die macht einmal so. Das ist korrekt. Ich muss weggucken, ne? Da kommen wir schnell mal durch. Oh, ich mag diese Karte. Logik gewinnt. Diesmal. Vielleicht. Okay. Steve, hast du weggeschaut? Du schummelst garantiert nicht. Ja? Wir brauchen uns bei dir keine Sorgen machen. Ich kann auch so durchdrehen, da sehe ich nicht. Okay. So. Bei welchem Spiel gewinnt man oder stirbt man? Fangen wir mal an. Das ist Mortal Kombat. Was ist Mortal Kombat? Falsches Spiel, aber... Mortal Kombat? Ja. Das ist gefährlich. Ja, was? Hier, du bist auch so Japan-Fan. Erklär das mal bitte auf. Finish him. Ich hau dich gleich. Mein Freundchen. Ich habe keine. Finish. Machst du auch nur einmal. Ja, bis du in Japan bist und wieder zurückkommst, das dauert. Kennt ihr das nicht? Ob wir schnell fliegen könnten. Also, okay, über das Thema reden wir gleich nochmal. Was ist Mortal Kombat? Was ist das? Wer hat das hier? Wer weiß das? Prügelspiel. Kadett, einmal aufstehen, bitte. Wer weiß das hier? Erkläre mir das bitte. Warum spoilerst du mich? Ich bin ja noch gar nicht so weit. Wer ist von 2018? Das ist...
Ja, ein Prügelspiel wie Ultron. Ja, okay. Nein. Ich bin da so geflashbackt von. Das ist so, naja, so. Das ist, ja, mach schnell die nächste Karte. Bin ich weiter dran. Wuff. Wav. Wav, wav. Wav. Oh nein, okay, wir machen weiter. Das ist. Bacon that can feel pain. Schinken, der Schmerz empfinden kann. Ja, okay, das ist meine Karte. Das ist die Karte, das ist ja doch, das ist. Ja, wer hat die gespielt? Ja, Schmerzen. Der Bacon-König. Oh, bist du der Schinken, der Schmerz empfindet? Ich fürchte ja. Im 23. Jahrhundert gibt es das tatsächlich irgendwo. Das war so ein Sozialexperiment, ob die Leute dann weiterhin Fleisch essen würden. Stellt sich heraus, ja. Du bist gerade was mir sympathisch, als du sagtest hier, aber jetzt weiß ich, wie das so. Nimm die Karte. Aber nicht essen, festhalten. So, da, Bacon, da. Was? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ja, ja. Ich habe genug Karten. Verdammt. Der 23. ist ja auch. Was willst du denn jetzt von mir? Das bleib ich doch mal in Ruhe. Okay, Biff. Ja. Du ziehst eine schwarze Karte. Ich gebe dir eine schwarze Karte. Hier, deine der kann ruhig mal aufstehen. Ich bin Amerikaner, ich bin faul. Stinkt bis hier. Da ist ein Strich und dann ein Doppelpunkt und dann steht der Beweis, dass das die dunkelste Zeitlinie ist. Der Bauchnabel von dir. Keine Linie, das ist ein Kreis. Ja, ich nenne es Stadion. Aus dem, was so ich da immer alles mitnehmen kann. Dein Bauchstadion, ich finde das schön. Ja, da kannst du unheimlich viele Snacks und Getränke. Letztens habe ich meinen Urgroßvater wiedergefunden. Das ist einfach ein. In deinem Bauchnabel? Ja, ja. Geh weg. Nein. Wir sind hier sehr offen gegenüber Leuten mit alternativen Körperformen. Wie Bauchnabel. Alles extra Proteine. Genau. Im Fall von einem absoluten Zusammenbruch der Zivilisation kann man dann länger. Also die Frage war jetzt. Also bei der nächsten Flut, da seid ihr im Arsch. Ich plansche die ganze Zeit schön Oberwasser. That's what he said. Okay, ein Beweis dafür, dass wir uns in der dunkelsten Zeitlinie befinden. Der nicht der Bauchnabel von Biff ist. Ja, der ist schon auf der Fuße. Nee, 37,20, 37,19, lesen kannst du auch nicht. Hm? Er braucht schon lesen. Ja, das sind Japaner, ich dachte. Brownies sind der Beweis. Brownies? Brownies. Ja, dass diese Zeit, ja, wenn man so lange noch im Ofen lässt, bestimmt. Ich fürchte, es ist eine Fangemeinde damit gemeint. Oh. Sind es Brownies oder Brownies? Es sind Brownies. Was sind Brownies? My Little Pony, My Little Pony Fans. Entschuldigung. Was ist My Little Pony? Die ist schon verstörend, oder? Also, das ist tatsächlich ausnahmsweise mal was, wo ich nicht zum Publikum rennen muss, weil ich hab damit beschäftigt. Das sind Fans von einer Serie, die für kleine Mädchen gemacht wurde, aber es sind eigentlich alles ältere Männer. Und es geht normalerweise um macht mich ja Perverses an, aber das ist mir gerade, glaube ich, etwas zu. Aber es geht um bunte Ponys, die befreundet sind und Magie haben. Weil welches Jahr ist. Haben wir? Dankeschön, welches Jahr haben wir gerade? Das ist verstörend. Also jetzt gerade ja. Befinden wir uns in 2019. Gut, ich möchte nur wissen, wann ich mich erschießen muss, bevor ich das alles nicht. Hast du auch die Zeitmaschine? Welche Zeitmaschine? Was? Ich kenne nur fliegende DeLoreans. Ich habe gehört, du hast eine. Es geht da Probleme. Ich dachte an Essen. Guck bitte weg. Ich soll weggucken? Nein, wie? Ach so. Okay, dann diese Brownies. Ja, diese Brownies sind der Beweis für die dunkelste Zeitlinie. Ja, aber was du erklärt hast, würde es. Ja, ja, das ist schon meine Lieblingskarte. Weil was kann jetzt noch Schlimmeres kommen? Ein Frühstück, ein Frühstückswürstchen mit einem ernsten emotionalen Problem? Es muss ein Verwandter von dem Schinken sein. Das klingt nicht lecker. Ich trinke ja gerne mal was über den Durst, aber herrje, was haben diese. Kannst du erklären, was das für eine verstörende Zeit heutzutage ist? Oder so?
Nein, 2019 ist. Nee, es ist nicht voll okay, da hast du schon recht. Das ist, also für mich klingt gerade sehr verschwörend. Ich meine ja nur so. Es ist, also, wo sind so die vernünftigen Frauen? Und das dritte ist beurteilt werden. Entschuldigung? Nicht nach deiner Hautfarbe, sondern nach deinem Charakter. Also, es ist das dunkelste Zeitalter, also dass man nicht nach seiner Hautfarbe, sondern nach seinem Charakter. Nein, wir bleiben bei diesen Ponys. Das war ich. Das ist. Das wär schlimm, wenn man nach seinem Charakter beurteilt werden würde und nicht nach seiner Hautfarbe. Gib mir die schwarze Karte, Mann. So, die schwarze Karte hier. Das ist doch hier. Okay. Juri führt. Woo! Ich habe gesagt, das ist ein Spiel für schlechte Menschen. Das funktioniert sehr gut. Wir führen ja nochmal ein Gespräch danach, ne? So. Wir? Gerne. Also, du meinst, wie viele Karten kann ich unter vier Augen, immer so nehmen? Immer so viel, wie du gerade weggetan hast. Ach so, aber ja. Ich bin ja biffig, kann ja. Also, wir kontrollieren ich das. Ich kann dir auch beim Zählen helfen, das ist ein Problem. Also, das kriegen wir schon hin. Ja. Kann nur bis 50 Dollar zählen. Ja, das merke ich schon. Du, der Rest ist im Bauchnamen. Ja, okay. Yeah, ja. Ah, ich bin wieder dran mit den schwarzen Karten. Es heißt, dass in Valhalla alle tapferen Krieger X bekommen. Davon habe ich gehört. Von Valhalla? Ja, das heißt, hat mein Freund Thor erzählt. Dann habe ich letztes Mal noch getroffen. Du hast einen Arbeitskollegen aus Valhalla? Ja. Also, er ist jetzt leider da. Leider. Also, ach so. Er war ein guter Freund. Ich habe gehört, er hat einen sehr schweren Hammer. Ja, meinst du mit Hammer was anderes? Ich hab letztes Mal versucht, ihn zu halten. Also, es war. Wow, ja, da wäre ich gern dabei gewesen. Er war zu schwer. Ließ sich nicht hochheben. Nee, leider nicht. Ich habe echt versucht, also mit aller Kraft. Hab das mal mit Reibung und so hier so drum. So, genau. Ich habe schon eine Karte von Juri. Ich krieg noch eine Karte von euch beiden jeweils. Aber legt sie mir hin. Und ich habe auch noch, was war die Frage nochmal? In Valhalla, da war ein Freund. Der ist. Es heißt, dass in Valhalla alle tapferen Krieger bekommen. Hämmer. Okay, die ist geil. Die muss ich nehmen, die ist geil. Also ich würde es nicht machen, aber okay. Haben wir? Haben wir? Noch nicht. Oh, eine kommt noch. Eine? Ja, hier. Puh. Also, ja. Alle tapferen Krieger in Valhalla bekommen Diabetes Typ 2. Möglich. Möglich. Alle tapferen Krieger in Valhalla bekommen Omas liebe nasse Küsse. Oh. Alle tapferen Krieger in Valhalla bekommen einen Orgasmus. Das klingt doch super. Oh, die kenne ich, die sind nicht ganz so geil. Orgasmen? Ja, also ich habe es gehört, das ist so, die darf nicht so laut, aber brutal sein. Sind die grün? Du siehst fast so ähnlich aus. Also sie sind grün und sie sind groß und sie essen gerne. Aber sie sind mächtiger und nicht so. Und sie feiern ekstatisch. Ich bin mächtig. Also angesichts der Tatsache, wenn ich mir anschaue, was die Leute in Valhalla alles essen und trinken, glaube ich aber, dass Typ 2 Diabetes tatsächlich die realistischste Vorhersage ist. Tatsache. Von wem war die? Biff. Und danke für deine Typ 2 Diabetes. Ja. Gerne. Du fragst erst noch, von wem die Karte war. Ja, das kann man ja nicht wissen, wer die gezogen hat. Gut, dann bin ich wohl wieder dran. Ja, Juri. Was habe ich denn hier noch Gutes? Was habe ich denn getan? Wer wird als erstes gegen die Mauer kämpfen, wenn die Revolution kommt? Ah, wer wird als erstes gegen die Mauer gestellt? Gestellt. Ja. Wer wird als erstes gegen die Mauer gestellt, okay, danke. Wenn die Revolution kommt? Tja, das ist komplett verrückt. Ja. Ich bitte drum. Womit würde ich am wenigsten Schaden anrichten? Deiner Mutter. Das ist eine Joker-Karte. Deine Mutter ist eine Joker-Karte. Was ist? Warum sind die Leute alle so aggressiv heutzutage? Nicht, wenn du meine Mutter gesehen hättest. Das hat mit Joker überhaupt nichts zu tun. Was? Sie ist immer so aggressiv. Das hat auch mit heute nichts zu tun. Ja, aber beide. Ich meine, so, er ist so, ja, okay. Und glaubst du, ich wollte immer in meinem Leben Autos waschen? Ja. Kannst du dir das vorstellen, was das für ein Scheißjob ist? Damals in der Highschool, da wollte ich gerade Lorraine klar machen, da kam so ein Wicht und hat einen Glückstreffer gelandet und. Aber schlecht verdienen tun's ja nicht, ne? Ich meine ja hier. Ach, Leute, ihr verwechselt alle Aggression mit Hunger. Knick, knack, mein.
Juri. Ich hoffe, du hast nur eine Pistole dabei, mein Freund. Noch ist sie nicht scharf, aber eigentlich nicht. Ich finde es so. Nein. Nun, als erstes. Denn da? Jetzt haltet doch einfach mal eure Klappen. So. Wer wird als erstes gegen die Mauer sich stellen, wenn die Revolution kommt? Also, wer wird an die Wand gestellt? Ich glaube, es ist ein Euphemismus dafür, erschossen zu werden. Okay, ja. Oder? Richtig. Publikum? Ich dachte einfach, ja, an die Wand zu halten. Wer wird dagegen gestellt, um erschossen zu werden, wenn die Revolution kommt? Mein böser Zwilling. Was ist ein Zwilling? Es gibt noch einen von dir? Vielleicht was, in einer was von dir? Gibt's einen von dir? So. Wer war so verrückt? Ich möchte es gerne echt wissen. Also, nun, Spinnen, es gibt einige Spinnen. Spinnen sind häufig da und auch zahlreich. Das ist eklig. Geh bitte weg. Also, ja, viele Leute haben Angst vor Spinnen, aber das ist vollkommen unnatürlich. Meistens haben die mehr Angst vor... Gut, sie hat nicht mehr Angst vor dir, als du vor ihr. Okay, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Das macht die Größe. Also, wir sind ebenbürtig groß, deswegen ist das okay. Gut, dein böser Zwilling. Sind es vielleicht die Franzosen? Warst du das? Du warst das, oder? Sei ehrlich. Oder heiße Singles in meinem Umfeld. Das kannst nur du sein. Das kann wirklich nur du sein. Also ich muss wirklich sagen, diese Karten sind wunderbar auf mich abgestimmt und ich habe wirklich gerade eine harte Zeit, mich zu entscheiden. Aber ich glaube, ich nehme schon echt die heißen Singles in meiner Umgebung. Wer war das? Der ist ein heißer Single. Du triffst deine Nähe. Humor. Oder bist du Single, Beth? Ja, natürlich. Was heißt denn natürlich? Wundert dich das? Ich traue meiner Liebe hinterher. Oh. Ich glaube, die rennt noch hinterweg. Ne? Also, du bleibst dir treu. Das ist irgendwie schon romantisch, Biff. Klar, als ich sie damals im Wagen vergewaltigen wurde, das war sehr romantisch. Und dann dieser Typ kam. Oh, was hast du gesagt? Als ich sie damals... Also das nein. Nein. Können wir da weitermachen? Oh ja, du bist dran. Ah, ich bin dran. Ja. Aber der Typ, mit dem sie rumgemacht hat zuerst, der sieht aus wie ihr heutiger Sohn. Das ist ganz krass. Das ist total seltsam. Du weißt, wenn ich mal was das ist bestimmt mit einem anderen. Das finde ich auch cool. Bitte. Tonight on Supernatural, Sam and Dean are forced to confront... using only... Das sind zwei Karten, die man legen muss. Und dann legt man die erste nach unten und die zweite oben drauf, damit, wenn man sie umdreht, man die in der richtigen Reihenfolge hat. Was ist Supernatural? Ich kenne nur Supernaturals als Heftchen... Ah. So, sind das hier die... Da bist du Stammgast, oder? Ich habe eine Popkultur-Datenbank. Das ist... Publikum, was ist Supernatural? Eine Serie von, wo zwei gute Sam und Dean Monster jagen und gegen Übernatürliches kämpfen. Okay, Sam und Dean sind Brüder in einer Serie, ich nehme an, im Fernsehen, und die kämpfen gegen übernatürliche Dinge. Also Sam und Dean... Gegen My Little Ponies? Ja, das müssen... Das müssen wir ja jetzt bestimmen. Ach so. Und mit was sie bewaffnet sind. Was ist mit uns Avengers? Dafür sind wir doch da. Ist das aus einer Zeit, wo es keine Avengers mehr gibt? Das war vor der Zeit der Avengers. Kann das gar nicht sein. Ich bin der Jüngste. Ja, aber du warst zwischendurch länger weg. Ach so, okay. Ja. In der Zeit, in den 70 Jahren, muss es Sam und Dean gegeben haben. Das waren sozusagen die Avengers für die Zwischenzeit. Da muss ich sie ordnen. Ich muss sie treffen, echt wirklich. Okay. Nee, heute nicht mehr. Also die erste muss oben... Aber ich organisiere das. Die erste muss oben sein und die zweite dann unten. Nein, wenn du sie hinlegst mit dem Gesicht nach unten, muss die erste unten sein und dann die zweite oben. Aber du musst bitte unten sein, die oben. Anders das verstörend. Kommt immer drauf an. Aber anders verstörend. Also, sie kämpfen gegen... Die erste Karte, sie kämpfen gegen hin und dann, und womit sie bewaffnet sind, oben drauf. Und danach ziehen wir zwei nach. Ja. Jetzt habe ich es verstanden. Wollte ich dir nicht gleich schon die schwarze Karte geben? Ich guck sie schon so, als hätte sie eine gute Kombo. Du schaust jetzt mal, ich werde vielleicht auch mülllos. Genau, und wir legen dir die hin. Ja, manchmal haben wir einfach keine guten Karten auf der Hand, das passiert. Dann kann man jetzt wunderbar zwei Stück gleichzeitig loswerden. Ja. Okay, ja. Also fangen wir an. Ne? So. Mhm. Tonight, Sam and Dean are forced to confront Sub-Nigoreth. The Black God of the Woods with a thousand young... Schub-Nikorat. Was so? Nette Dame. Using only my level 19 Night Elf Leaf Shift Pudding Banes. Was zum Teufel? My level 90 Night Elf Leaf Shift Pudding Bane. Mein Stufe 90 Nacht Elf Blutschiss Pudding Bun. Das ist wirklich eine kranke Welt. Also, ja. Krank passt. Keine Zeit, keine Welt ist dicker als die andere.
die konfrontieren die Iren, okay, and using only a shit ton of glitter. Oh, oh, oh. Okay, kann man machen. Dass diese Macher irgendwie Pony-Fans sind? Oder? Das klingt nach einer Leprechaun-Folge. Wie war es, du war das, ne? Sie bekämpfen. Confront sexy witches. Mhm. Andersrum? Okay, so. Kokosaurus Rex, the horniest dinosaur of them all. Schwanzosaurus Rex. Und using only sexy witches, okay. Andersrum hätte auch funktioniert, dass sie sexy witches bekämpfen mit einem Schwanzosaurus. Ich weiß nicht, warum das Publikum lacht, das ist komisch eingestellt. Das ist ein wissenschaftlicher Begriff, Schwanzosaurus. Also, ja. Da ich bin eigentlich recht human. Aber T-Rex kann doch gar nicht. Also das kannst du es? Du hast es auch hinbekommen. Ja, aber ich habe Arme und T-Rex nicht. Ja, aber die reichen auch nicht so viel weiter. Warum ist der wohl so scheiße gelaunt? Ja, schreck mal aus, dann guck mal, von hier bis zu den Armen. Da merkst du was, ne? Also ich nehme da tatsächlich wirklich die Iren mit dem Shit Ton of Glitter. Langweilig. Ja. Alter, ich hatte sexy eigentlich Hexen. Ja, ich habe da so eine Phobie. Für sexy Hexen, ja. Ja, leider. Ja. Heißen sie Scarlet oder was? Vielleicht reden wir da erstmal nicht drüber. Das sind Dinge passiert. Aber das wird besser. Und ihr Akzent wird auch weniger schlimm. Okay. Ja. Echt? Ja? Okay. Wer ist dran? Ich habe schon zwei Karten. Biff. Ach so. Kommst du dran, durch dir helfen? Nein. Ich lass dich für mich arbeiten. Nimmst du auch 50 Euro dafür, wenn er das Raumschiff wäscht? Also kann man ja, quasi ihn über dich anheuern? Natürlich. Ich mach das umsonst, das ist ein Patriotismus. Ja, ich krieg die 50 Euro. Dollar. Irgendwas ist mit der Besetzung komisch hier. Dollar. Ich gebe dir 50 Dollar und er wäscht mein Raumschiff. Ja. Ich verstehe den Zusammenhang nicht, aber das machen wir. Ja. Gut. Was ist los mit dir? Das ist nein. Okay, was hast du für eine Karte? Eine schwarze. Was gab Superman wirklich seine Superkräfte? Ich glaube, ich sehe Einhörner. Ich hab was. Ich muss da jemanden jetzt unterstützen, deswegen verdrücke ich es einfach mal. Wir haben Einhörner? Dann sind die Brownies nicht weit. Wie kommen die alle auf diese Brownies? Das ist verstörend. Eigentlich nicht. Die sind eigentlich harmlos. Ja, dann würde ich sagen, sind das die drei, richtig? Ja, genau. Die, dann ihn, die, ne? Gehen jetzt an dich. Ja. Mach die Augen zu. Mal am Schlafen hier. Bist du fertig? Cute. Ja, so, was gab Superman wirklich seine Superkräfte? Being born with a tail? Mit einem Schwanz geboren zu sein? Natürlich, er ist Superman. Ja. Ja, danke, Schwanzosaurus. Ist der auch aus Stil? Ist der auch aus Stil? Wären heute alle Männer wirklich noch nach. Schon wieder, was soll denn der Scheiß hier? Was? Japanische Fesseltechnik? Wer weiß. Machen wir Amis überhaupt noch irgendwas? Wer weiß. Also auf jeden Fall ist eure Fesseltechnik nicht so gut, würde ich sagen. Ja, nicht so fesselnd. Ja, wir reden später mal weiter. Ne? Ist doch eigentlich egal, man nimmt vorher Chloroform und dann ist es doch. Aber ich bin ein Gentleman. Also. Was? Wir werden sehen. Was sind Chemtrails? Ja, was ist das? Publikum! Was sind Chemtrails? Der erste geht schon weg. Tschüss. Bitte? Warum macht man das? Ist Hydra wieder da? Hydra hat Superman erschaffen? Na, so. Ich bin sehr verwirrt. Ich gerade auch, deswegen frage ich ja gerade. Weil wenn, dann muss ich. Nein, ganz ruhig. Ich kann dich zum richtigen Zeitpunkt wieder dahin bringen. Okay. Musst du bei irgendeinem Kannst Schloss du mich sein? Ins Jahr 1955 bringen? So Schulzeit, sonst Schulball? Ach so, so zur Homecoming-Zeit, zur Prom-Zeit? Ja. Klar, kein Ding. Was soll schon schief gehen? Ja, schön. Warst du da vernünftiger? Wenn der dann bitte, ja, bring. Hast du noch einen bestimmten Zeitpunkt oder Ort, wo du hingebracht werden willst? Nach Japan. Also natürlich ist Superman, also um das mal abzukürzen, Korea. Mit dem Schwanz geboren. Also das ist ja. Das ist eine Superkraft? Ja, natürlich.
Okay, wer hat das gelegt? Du bist so oberflächlich. Und das war von dir, ne? Das war die so, schwarze Karte, Biff. Ja, so. Und schon wieder. Auch. Juri führt wieder. Da, hier, da. Wo ist der andere? Ach, egal. Hier ist ein Ablagestapel. Also ich muss mir echt angewöhnen, auch so zu denken. Also, wie zu denken? Wie sie? Nein, gewöhnt ihr das nicht an, Steve. Er kommt langsam auf meine Seite. Nein, das nicht. Das war nicht die Absicht dahinter. Bitte? Nix, Steve. Warum? Alles ist gut. Was ist mit Tom? Alle überhaupt nicht gefeind. Alles ist gut. Ich bin dran, nicht so eine schwarze Karte. Gibt es was ich wissen? Was ist ein Tinder? Du hast mein Schwert und meinen Bogen und meine... Tinder? Wegen mir? Also ich muss sagen, es ist... Zwei Karten? Ich habe eine gelegt. Ja, ich weiß nur nicht genau, was das genau... Also es ist verstörend, was da draufsteht, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so ist. Wir werden sehen. Also wenn, dann musst du mich bitte aufklären. Also es passt mehr zu dir, glaube ich. Soll ich bei den Bienchen und Blümchen anfangen, oder... Was haben die damit zu tun? Er wollte eine Aufklärung. Also das ist ziemlich verstörend. Ich kann damit nicht... Ich frage mich, was das für eine Welt gerade ist, wo man sowas hat. Die ganz normale, Steve. Du hast also die Menschen sind sehr vielfältig. Und sie werden auch immer viel... Leg eine Karte. Dann machst du zwei. Ach, ich mein, oder müssen wir zwei, oder? Nein, nur eine. Eine. Also. Oder fehlen. Zwei, die passen. Mission? Ja, ich die Mission Impossible. Bitte schön. Doch, Mission Possible. Okay. Ganz sicher. Ja, das wäre, wenn es T-Rex spielt. Ja. Oder so, du hast mein Schwert und mein Bogen und meinen stillen Zwilling, die Nachgeburt. Du hast mein Schwert und meinen Bogen und The Yellow Dick Road. Oh, ich verstehe das. Das ist schon irgendwie lustig. Yellow Dick Road. Und du hast mein Schwert und meinen Bogen und Coctimus Prime. Das hast du. Die lasergesteuerte Dildo-Rakete. Klingt das super, oder? Das war die Aviate bestimmt. Ich bin 100% sicher, das war die Aviate. Was? Publikum? Von Stark Industries, der Coctimus Prime ist von Stark Industries. Ist dieses komische Ding, was du da hast, eine Dildo-Rakete? Oh, nein. Ich glaube nicht, dass Tony so etwas... Nein. Was machst du? Ist ja auch grün. Was kann das? Mach ja, das erkläre ich dir. Nein. Ich kann auch kurz Tony anrufen, das ist kein Problem, aber ich also, es macht Schlösser auf und ich kann damit Dinge scannen und dergleichen. Das funktioniert bei allem außer Holz. Und was soll das von Stark Industries sein? Coctimus Prime, eine lasergesteuerte Dildo-Rakete. Ich finde, das erklärt sich selbst. Soll ich das mal vorführen? ist das ein Move? Ich glaube, es ist... Es ist gut für die Avengers. Wie spät haben wir es? Können wir es benutzen? Es ist noch nicht 23 Uhr. Nee, also, ja. Da müssen wir irgendwo auf der Welt ist es immer 23 Uhr. Gib Schubrakete. Ja, ich nehme Coctimus Prime. Coctimus, ja, natürlich war der von dir. War das nicht klar? War klar. Von wem war denn die Yellow Dick Road? Das war bestimmt von dir, ne? Was? Nein. Ich meine. Wir klären das mal anders. Die ist aus dem Nichts aufgetaucht, die Karte. Juri ist dran, genau. Richtig, Entschuldigung. Ja, weniger schlucken und mehr ziehen. Nice one. Well, thank you. William Shatners schockierende neue Autobiografie hat den Titel The Final Frontier. Du kennst William Shatner, da bin ich mir sicher, oder, Biff? Ja, das ist der Captain Kirk, aber die Serie war scheiße, die war ja nur drei Staffeln. Was ist das für eine... Gesetzt. Diese Kinofilme, boah, langweilig. Also, William Shatner ist ein Schauspieler in Amerika. Nein, er ist Kanadier. Ha, das ist ja sozusagen... aber ist bekannt worden durch die US-amerikanische Science-Fiction-Serie Star Trek. Okay. Das war, während du weg warst. Es war so eine utopische Zukunftsvision. Eigentlich mag ich dich nicht, aber da du Amerikaner bist, wir müssen bitte viel nachholen.
Aber das ist Schwachsinn. Nein, es ist so nicht. Mit Lichtschwertern und komischen Blüten in Bademänteln, die da. Egal, also. Andere Jüngere in Bademänteln mit ihren Lichtschwertern begeistert. Das ist alles so. Steve, such dir jemand anders, der dir Dinge empfiehlt. Nun legt eure Karten. Ah, oh ja, warte. William Shatners neue Autobiografie. Ready? Ja. Sehr schön. Wir sind bereit für dich. Also. Ah, oh. Okay. Niemals wirklich. Aber. Ernsthaft, was ist los mit euch? Nichts, ich bin wie immer. Ist alles wunderbar, ich bin auch wie immer. William Shatners schockierende neue Autobiografie nennt sich A Whole Load of Donuts, The Final Frontier. Lecker. Oder auch Ezekiel 23:30 Uhr. Dort sind Tadesproblem. Und dort lüstete sie nach ihren Geliebten, deren Genitalien so gleich denen von Eseln waren und deren Ausdünstungen denen von Pferden glichen. Das ist ein sehr langer Titel für einen Roman. Das steht in der Bibel. Sind das Ponys? Bronies. In der Bibel, ja. Ich bin beeindruckt. Ich glaube, ich werde Atheist. Oh, dafür habe ich auch eine gute Karte. Sogar zwei. Auch hier spinnt die TARDIS komplett. Schutzhaft. Schutzhaft. William Shatners schockierende neue Autobiografie. Schutzhaft. Der Final Frontier, ja, ja. Okay. Tja, ich muss mir ja selber treu bleiben. Also, da würde ich doch schon fast sagen, das aus der Bibel gefällt mir am besten. Wer war's? Du liest gerne Bibel, du bist bibelfest? Ja, natürlich, ist das Bibelzitat von Captain America. Natürlich, irgendwas muss man ja lesen. Endlich hat er eine Karte gewonnen. Ich habe gesagt, ich bin ein Gentleman, aber nicht in allen Fällen. Ja. Aber was kannst du dafür, wenn das in der Bibel so steht? Bin beeindruckt. Das ist nicht gut. Aber ich bin dran, ne? Ja, du bist dran. Ja, okay. Du bist dran. Entschuldigung. And behold, the fifth seal opened, and there was ... and with it came ... So als das fünfte Siegel, das fünfte Siegel öffnete sich und mit ihm kam, das auch wieder sehr biblisch. Das wird gerade ziemlich religiös, oder? Das fünfte Siegel öffnete sich und da war X und kam mit Y. Okay, ich glaube auch fast, das ist unsere letzte Runde. Ich weiß noch, hat niemand gewonnen, aber. Wie soll ich das sagen? Ich habe das Gefühl, dass wenn wir länger spielen, wird irgendjemand hier jemand anders essen. Ich bin mir noch nicht sicher, wer wen isst, aber vielleicht sollten wir es früher beenden. Aber ich habe eine gute Kombination für diesen. Ja, auf jeden Fall die Japanerin, das bin ich mir so sicher. Koreanerin, wenn ich bitten darf. Ist das dasselbe? Das ist alles asiatisch. Ich hatte schon lange keinen Asiatisch mehr. Schmeckt das gut? Ich weiß es nicht. Wollt ihr, also. Weißt du, alles schmeckt mit Erdnusssoße. Stimmt das? Nein. Okay. Das ist typisch amerikanisch. Alles schmeckt und auf die Menge der Erdnusssoße. Kimchi, Mann. Kimchi. Ich meine, die Ausdünstungen danach sind ein bisschen wie die von dem Pferd, also wie im Bibelzitat. Auch. Okay, also. Gut. Also, das fünfte Siegel bricht und mit dem kommt? Mit dem kommt the hulking out and with it came crushing your enemies, seeing them driving before you and hearing the... Hearing the lamentation of the women. Yeah. Also es kommt das Hulking. Ja. Kennst du, glaube ich. Ja, ich kenne. Haben wir alle schon mal gehört. Aber er hat sich mittlerweile gut beruhigt. Also. Und damit kommen seine Feinde vor sich getrieben zu sehen. Sie hören... Kann ich die Karte noch mal sehen? Ja. Die Feinde vor sich getrieben zu sehen, sie zu vernichten und zu hören, wie ihre Frauen kreischen. Hm? Okay. Macht dein Arbeitskollege sowas? Ich möchte nicht darüber reden. Okay. Und deshalb sitzt du so komisch hier drauf. Hör mal. Ich möchte nicht darüber reden. Ja. Und da war Long Schlong Silver. Das muss man gleich mal einer erklären. Und mit ihm kam... Das kann der Hulk erklären. Mit ihm kamen rassistische Ninjas. Schon wieder Japaner. Ja, das ist die ich habe so einen leichten Flash gehabt davon. Das ist also, rassistische Ninjas, okay. Das hast du, oder? Ich habe keine rassistischen Ninjas. Neil deGrasse Tyson. Ich weiß nicht, wer das ist, aber... Neil deGrasse Tyson kommt mit dem fünften Siegel und mit ihm kommt...
die Überzeugung, dass Jesus technisch gesehen ein Zombie war. Ja. Okay. Neil deGrasse Tyson ist ein bekannter Astrophysiker und Atheist, glaube ich zumindest. Das ist Atheist. Deswegen, ich meine, ich habe gute Atheistenkarten. Okay. Die ist nicht von mir. Entscheide vollkommen ohne Vorurteil. Okay, wir machen schnell, weil ich bin gerade ein bisschen überfahren. Ich glaube, ich nehme sogar. Ich nehme. Den Hulk. Ich schütze meinen Bruce Banner. Hulk! Hulk! Ich musste ziehen. Hallo, Avengers. Ich unterstütze irgendwie immer die falschen Leute. Ja, komm. Also, Juri hat damit Intuition. Eindeutig gewonnen. Sie hat jetzt 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Karten. Also, ich muss vielleicht doch irgendwann mal mit den Arbeiten hier an der TARDIS anfangen. Du kriegst $50, du wischst das Raumschiff von außen. Ich verzichte auf die Filme, bring mich ins Jahr 1955. Ich werde dir so einen Kerl zeigen, kannst du den einfach in die Zeit bringen und dann ist... Ja, klar, alles kein Ding. Wir können überall noch Stops einlegen, wo wir machen, aber ich bringe mich... Lorraine! Gut, alles wird gut. Nichts tut weh. So, Publikums... Einstellung, Applaus für die Gäste. Super, das funktioniert nicht immer. Ich bin sehr stolz. Vielen Dank an meine Mitspieler. Ihr findet sie unter Santi-chan, wenn ihr auch suchen geht, unsere Cosplayerin hier. Wir finden dich, Patrick, unter? Patrick Takanori. Patrick Takanori. Ja. Und unseren Biff Tanner, Sven, wie finden wir? Tanner? Habe ich ein haariges du bist ein deutscher Abenteurer. Ja. Unter Sunny Fox überall. Über Sunny Fox. Gut. Ja. Vielen Dank. Ich bringe euch jetzt noch eben kurz weg. Sunny Fox. Ernsthaft? Sunny. Ja. Er macht sauber. Sunny wie. Nein, wie eigentlich der dich medizinisch wieder zusammen. Aber das ist. Die Leute denken auch immer an Sunny Fair und. Ja, es ist ein Fluch und ein Segen zugleich. Ja, du hast es gut getroffen, auf jeden Fall. Ich bin auf deiner Seite. Ich habe gewonnen, richtig? Du hast gewonnen. Ja, dann würde ich doch tatsächlich gerne Mittagessen. Ja, was möchtest du als Belohnung? Gut. Ich bringe euch in ein schnuckeliges kleines Restaurant, da gibt es auch Erdnusssoße zum Dippen. Und mich gibt es 50. Danke. Tschüss. Ah.